Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von Metin 2. Ich bin Greencast und werde euch heute erklären, wie man das Spiel downloadet, wie man einen Account erstellt, einen Charakter erstellt und natürlich werde ich euch auch die wichtigsten Grundlagen des Spiels erklären. Also für alle, die schon einen Account haben, würde es nicht so wichtig sein, hier oben anzuklicken. Nur die, die noch keinen haben, sollen hier oben anklicken. Die, die schon einen haben und keinen mehr wollen, sollen einfach hier auf Download klicken. Naja, ihr müsst natürlich zuerst auf die Online-Seite www.metin2.de. Könnt ihr oben eingeben oder ihr könnt es auf Google eingeben, je nachdem. Also, für alle, die einen Account erstellen sollen, klicke ich mal hier hin. Ein Verbindungsfehler, machen wir mal kurz so. Ja, jetzt haben wir es. Hier müsst ihr einen Benutzernamen zuerst eingeben, der für euch passt. Möglichst lange bitte, damit er möglichst textsicher ist. Eine E-Mail, also eure E-Mail am besten gesagt. Und ein Passwort, das ihr nicht vergesst, das mindestens CIS Buchstaben oder Zahlen oder große Buchstaben habt. Nehmt am besten von allem etwas, dann ist es am hexigsten. Dieses Spiel wird viel gehackt, also... Ihr müsst hier die AGB akzeptieren, sonst könnt ihr euch nicht anmelden. Hier auf Anmelden klicken. Ja, ich habe jetzt nichts eingegeben, deshalb funktioniert das nicht. Ja, mal sehen. Hoppla, jetzt hat es ein kleines Stern. Ihr kommt zu einem Feld, da steht E-Mail bitte, E-Mail bestätigen. Da müsst ihr auf eure E-Mail-Adresse gehen. Ihr habt eine Mail erhalten von Metin 2. Müsst ihr akzeptieren. Also, dann habt ihr einen Account. Und dann kommt ihr ebenfalls zum Download, Installieren und Speichern. Diesen Download solltet ihr auf keinen Fall nehmen. Der kostet, soweit ich weiß, sondern nehmt den. Hier müsst ihr auf Ausführen klicken. Downloads anzeigen. Ich werde das jetzt nicht wirklich downloaden. Also ich mache hier auf Schließen. Aber es kommt trotzdem. Ihr müsst hier auf Ja klicken. Ich klicke auf Nein. Weil ich habe das Spiel schon gedownloadet. So, sehen wir weiter. Machen eine Metin-Seite auf. Hier auf Ja klicken. Wenn ihr... Also beim ersten Mal startet es von selbst. Jetzt beim zweiten Mal habt ihr es hier auf dem Schreibtisch wahrscheinlich. Also vielleicht müsst ihr es ja rausziehen. Ich weiß nicht. Ja, dann muss ich selbst starten. Beim ersten Mal geht das Starten immer ein bisschen länger, also keine Angst wegen Viren oder so ein Scheiß. Ein Hackschild ladet es natürlich auch, damit es weniger Hacks gibt. Ist besser so, trotzdem gibt es noch zu viele. Ihr müsst jetzt einen Server wählen, auf jeden habt ihr Platz für genau 4 Charaktere, aber ihr könnt nicht mit dem Charakter von diesem Server auf diesem Server spielen. Ich nehme den Server 54. Hier könnt ihr alle CHs nehmen. Sind die gleichen Charakter. Keine Angst wegen dem. Ihr könnt immer switchen. Ja, und hier müsst ihr euren Benutzernamen und hier eure Passwort eingeben. Dann klickt ihr auf Verbinden und ihr seid drin. Jetzt zeige ich euch, wie es dann weitergeht. Ich klicke mal auf Beenden. Dann solltet ihr auf so eine Seite kommen, nur ist hier alles leer. Ich habe jetzt schon 4 Charakter erstellt. Hier LP Greencast, den habe ich für dieses Video gemacht. Dann müsst ihr hier auf Erstellen klicken. Könnt ihr etwas wählen, Sucher, Krieger oder Schamane. Oder Ninja. Das hier ist der Krieger, es gibt, oder hier die Kriegerfrau. Es gibt ja 2 davon. Ihr könnt jeweils 2 Varianten nehmen. Natürlich müsst ihr hier einen Namen eingeben. Wenn es steht, Krieger, der hat schnell starke Angriffspunkte und oder schnell Verteidigungspunkte, je nachdem welchen ihr nehmt. Der Sucher hier, der hat recht schnell, also der ist sehr gut im PvP Play versus Player. Wenn ihr den Magiesucher nehmt, dazu komme ich wahrscheinlich noch. Und wenn ihr den Waffenzucher nehmt, dann hat er ziemlich schnell, ist er recht stark in Masse und recht stark im PvP, jedoch nicht so stark wie die anderen 2. Ja, es gibt natürlich auch den Schamane, das ist ein Buffer. Der sieht ziemlich schwul aus oder als Frau, halt nicht.
weil Frauen nicht schwul aussehen können. Jedoch, ja. Er ist nicht so gut als Main-Charakter, also als Hauptcharakter. Ich habe hier einen als Hauptcharakter genommen, brauchte ziemlich lange, um ihn high zu leveln. Er ist jetzt Level 52 nach irgendwie einem Jahr. Also das braucht schon recht lange und nimmt viel Zeit in Anspruch. Ja, aber auch da sollte die, wenn schon, den Drachenschamane nehmen. Der kann seine Versteckungskräfte auch für andere nutzen. Heilschamane kann das auch, aber der kann nur heilen, also der kann nicht wirklich tolles. Und den, bei dem werdet ihr sofort aufhören, wenn ihr Level 30 seid, außer ihr habt wirklich viel Durchhaltevermögen. Natürlich gibt es dann auch noch die letzte Variante, das ist der Ninja, von dem gibt es Nahkampf- und Fernkampf-Ninja. Ja, Nahkampf-Ninja ist die bessere Variante. Das ist so einigermaßen gut, da könnt ihr als Main-Charakter nehmen. Sucher solltet ihr nicht am Anfang nehmen, weil der recht kompliziert ist. Da gibt es auch den Fernkampf-Ninja und der ist nicht so gut, weil der ist stark gegen Boss-Monster. Und sonst eigentlich nicht, weil der kann nur Pfeilattacken einsetzen. Also bitte nimm nicht Fernkampf-Ninja, der ist nämlich nie gut. Wie der Heilschamane. Also ich würde mal sagen, dann gehen wir ins Spiel rein. Ja. Können wir starten? Sind wahrscheinlich alle startklar, ja. Da kommen immer solche Bilder. Ja, okay. Also, am Anfang habt ihr noch nichts. Ihr habt nur so eine Truhe, die müsst ihr öffnen. Ja, und dann habt ihr genau diese Sachen drin. Könnt das anziehen, das andere sind Tränke, dazu komme ich noch. Diesen Gegenstand kann man erst auf Level 10 öffnen. Also, ihr müsst zuerst Level 10 werden, um das aufmachen zu können und zu sehen, was drin ist. Hier gibt es natürlich allerlei Waffen, allerlei Rüstungen, allerlei Helme, allerlei Schilde, allerlei Armbänder, allerlei Ohrringe, allerlei Halsketten und allerlei Schuhe. Natürlich ist es vom Typ zu Typ anders. Man kann auf praktisch jedem Level etwas Neues freischalten für das EQ-Equipment. Also, ja. Das hier ist das Plus 0er Schwert, also das Level 0er Schwert, das kann man schon ab Level 0 anziehen. Das ist für Krieger, Ninja und Sucher. Schamane können das nicht anziehen. Hier, es gibt natürlich für jeden Typ andere Sachen, es gibt für jeden Typ andere Waffen, für jeden Typ andere Rüstungen, für jeden Typ andere Helme. Und diese Sachen bleiben für jeden Typ gleich. Also die kann jeder Typ anziehen. Man kann auf bestimmten Leveln neue Sachen freischalten, also es ist nicht so, dass ihr nur diese Sachen, die ihr am Anfang habt, anziehen könnt. Nein, wenn ihr weiter levelt, könnt ihr sie natürlich durch neue Sachen ersetzen. Wie euch schnell auffallen wird, ist natürlich, dass man das Zeugs abnehmen kann. Also ihr könnt zum Schmied gehen, dafür müsst ihr es abziehen, könnt es auf ihn draufziehen, ja, so könnt ihr es fallen lassen, aber wenn ihr es auf den Schmied draufzieht, dann könnt ihr es für Geld, manchmal braucht ihr auch noch Gegenstände dazu, abnehmen. Die Chance ist je nachdem groß, auf welches Level man es abbett. Also wenn man es von 0 auf 1 abt, ist die Chance 90%, dass es funktioniert. Wenn man es auf plus 2 abt, ist die Chance nur noch 80% und immer so weiter. Plus 9, das ist das höchste, da ist die Chance logischerweise am kleinsten. Ja, deshalb haben plus 9 Sachen immer mehr Wert. Es gibt natürlich auch Bonus, die man reinbauen kann, die werde ich euch aber das nächste Video live zeigen. Ja. Dann noch zu den Tränken. Das wäre sehr wichtig. Ihr habt hier das Leben. Also, ich greife jetzt mal eine Truppe an. Dann sehen wir, wie sich das Leben reduziert. Hier haben wir eine Horde Wildhunde. Greifen wir mal die mal an. Ja, und dann sind noch zu stark für uns auf Level 1. Seht ihr, es verringert sich. Dann kann man Tränke einsetzen. Habt ihr es gesehen? Und das heißt dann so ein Dings und das wird es dann einfach nachher schneller heilen. Ihr seht ihr, wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Wenn hier alles voll ist, erhält man ein Level Up. Ja. So funktioniert das mit dem Leben. Hier haben wir jetzt nur noch 19 Tränke. Wenn ihr sie auf der 1 habt, müsst ihr 1 klicken, um ihn einzusetzen.
Das Leben aber voll ist, nützt es nichts. Ich sehe dir, ich drücke die ganze Zeit 1. Es passiert einfach nichts. Hier haben wir natürlich MP. Wenn ihr Attacken einsetzt, geht sie ein bisschen runter bei dem Blauen. Und dafür stehen die blauen Tränke ein. Ziehen wir den hier ein bisschen runter. Ja. Das hier ist die Ausdauer, wenn man zu viel rennt. Dann geht die Punkte hier ein bisschen runter. Also mit der Zeit beginnt es runterzugehen. Wenn sie auf 0 sind, dann läuft man eine so 10, 20 Sekunden. Und dann kann man wieder rennen, weil es dann wieder voll ist. Es gibt natürlich auch noch spezielle Tränke, also die Violetten. Die lassen mich einfach viel schneller rennen. Aber die machen nicht, dass man hier die Punkte nicht verliert, denn man verliert sie trotzdem. Grüne Tränke, die lassen einen einfach schneller schlagen. Ich habe noch nie einen eingesetzt selbst. Also was soll's. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, das ihr bisher wissen solltet. Wenn ihr auf C drückt, seht ihr hier, wie viel XP ihr noch benötigt und wie viele ihr habt. Rangpunkte, die sollten euch auch noch nicht interessieren. Ist noch nicht so wichtig. Naja, egal. Systemeinstellungen werde ich euch jetzt noch zeigen, solange wir noch Zeit haben. Also Systemoptionen, hier könnt ihr Laute der Musik einstellen. Seht ihr? Ich habe es jetzt auf 0. Effekte. Seht ihr? Ihr könnt natürlich auch beides draufstellen. Okay. So mit dem. Kamera fern. Kamera nah. Also ich merke keinen großen Unterschied. Bei manchen geht es einfach ein bisschen rauf, bei anderen nicht. Nebel könnt ihr hier auch einstellen. Viel. Wenig. Also hier sieht man sie jetzt nicht so gut. Viel. Ja, man sieht sie jetzt kaum. Aber wenn man weiterläuft. Ah, da hinten kann man es gut sehen. Nein, man sieht es auch da nicht. Ach, egal. Ja, wenn ihr lauft, dann könnt ihr, wenn ihr wenig habt, natürlich viel weiter sehen. Wenn ihr viel habt, könnt ihr nicht so weit sehen, wenn ihr läuft. Ja. Anwendungen könnt ihr so einstellen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Mal schauen, was ich jetzt gerade gemacht habe, ob es gut oder schlecht ist. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ja. Nein, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Was auch immer. Da habe ich keine Ahnung, was diese Anwendung soll. Hier haben wir die Spieloptionen. Hier könnt ihr den Namen ändern. Wenn ihr freie Farbe klickt und das gerade blaue erreicht hat, wird es natürlich blau, sonst gelb. Zielmenü schließen, anzeigen. Schließen, anzeigen. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, wenn man hier die Map offen hat und einen Auftrag hat, blinkt es hier so. Wenn man schließen macht, blinkt es eben nicht mehr. Das hier hat mit den Rangpunkten zu tun, also noch nicht. Und hier könnt ihr einfach blocken, dass niemand mit euch handeln kann, dass niemand euch in die Gruppe einladen kann, dass ihr keine Gilde rein könnt, also dass ihr keine Gilde-Anfrage bekommen könnt, keine Anfrage, keine Freunde und kein Flüstern. Chatzeile, also das ist das hier unten. Ausblenden, wenn jemand etwas reinschreibt. Das sieht man immer hier, wenn jemand etwas reinschreibt. Können wir auch mal einschreiben. Seht ihr? Ja. Und wenn ihr es ausblenden macht, sieht man es eben nicht mehr. Hier sieht man es so. Der Name begrenzt, also man sieht es einfach nicht. So sieht man es, so nicht. So sieht man es. Trefferanzeige. Dann zeigt es einfach, wenn man schlägt, wie viel EXP, also wie viel Leben man verliert und wie viel Leben die Gegner verliert, kann man ausblenden und einblenden. Und Ladennamen, das hängt mit privater Lade zusammen, das müsst ihr auch noch nicht wissen. Also, ja, das waren die wichtigsten Grundlagen zum Spiel und ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal. Bye!